Hallo und guten Morgen, liebe Leute. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder auf einer Trasse. Und zwar, wo ich schon vor längerer Zeit wegen Fußbeschwerden aufhören habe müssen in Urfa. Und mache die nächsten 11 Kilometer der Donauuferbahn von Urfa bis Marbach an der Donau. Dranbleiben, es wird sicher spannend. Brücke dürfte modernisiert worden sein mit Beton oben. Bei 39.1. Aha. Was schaut das unten aus? Warte. Alles mit Stein, sehr schön. Ja, ein paar hundert Meter umgehen müssen. So schaut das momentan aus hier. Links vorbei. Kilometer 40 haben wir hier. Ja, ein Stück glaube ich geht es noch, dann ist abgesperrt. Schauen wir mal. Gehen wir noch ein kleines Stück weiter. Ah, was da alles gibt. Brombeeren, Terrassenbrombeeren, Himbeeren, alles da. So, dann haben wir da Wetterreden verboten. Jetzt heißt es Umgehung, wieder Umweg machen. Da war eine Haltestelle, glaube ich, so wie das ausschaut. Ja, Haltestelle gewesen. Welche? Muss erst schauen. Aufgeschüttet worden hier. Und ja, das Licht ist noch vorhanden von der Haltestelle. Der Bahnsteig ist noch da, aber die Trasse wurde aufgeschüttet anscheinend. Schade. Ja, hier haben wir ein herrliches Viadukt, ein kleines. Alles noch da. Aber fürchte, da können wir nicht weitergehen. Da stehen irgendwelche Figuren dort.
Naja, müssen wir wieder umgehen. Hier war die Trasse. Weitergegangen. Ja Leute, hier war der Zugang zur Haltestelle Lee in Ebersdorf. Das Tür ist offen, aber ist alles verwachsen. Hier kann man nicht rein, leider. Schade. Hier links ist man zum Bahnsteig gekommen. Teilweise Garten geworden. Ja. Haben wir umgangen. Da geht's weiter. Hier vorne wieder ein Garten. Müssen wir rechts wieder umgehen. Leider, schade. Privat wieder. Rechts rauf und gehen. Haben wir da die Gehe voll überwachsen. Tja. Kleine Brücke. Bei 41. Ich glaube, Kraftwerksgebäude gewesen. Keine Ahnung. Ja, der Schutzwall und die Donau dahinter. Hier ist die Bahn gefahren. Wasserstandmessung. So, jetzt kommen wir zu einem Steinbruch. Wir sind bei 41,3 gelandet. Ja, die Brücke wurde entfernt. Das ist der Steinbruch. Thank you.
Brücke bei 41,6, glaube ich. Schauen wir gleich, da vorne ist der Hektometerstein. Da habe ich einen Steinring geworfen. Eine Brücke bei Kilometer 42 ungefähr. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut noch. Ja. Brücke komplett verwachsen. Und hier ein interessantes Schild, Leute. 42,2 sind wir gerade bei der Brücke. Ja, da ist professorisch was gemacht worden. Schmale Brücke mit Unterführung hier, wie das Wasser kann nur durchlaufen. Schmal ist sehr verwachsen. Ja, anscheinend wurde dieser Hektometerstein kürzlich umgelegt. Wir sind bei 42,5 und es geht natürlich weiter. Breit hier die Trasse, fast 3-4 Meter breit. So, jetzt haben wir einen Tunnel. Schauen wir uns an, was da steht. Gesperrt. Schade. Wenn wir von außen schauen. Da liegt ein verboten. Ja, kann ich sonst auch nicht. Ist ja alles abgesperrt. Zug reingefahren in den Tunnel. Kein Pöchlianer Tunnel, 200 Meter Länge. Ja, stehe unter dem Viadukt in Kleinböchlein, wo die Donauverbahn durchgefahren ist. Und jetzt
Jetzt schauen wir uns noch das andere Ende des kleinen Böchlerner Tunnels an, da vorne. Hier ist die kleine Donauuferbahn gefahren, dieser kleinen Senke hier. Tunnel oder das Gleis entfernt. Wir sind bei 43,4. Mal schauen, ob ich da durchschauen kann irgendwie, ob das geht. So Leute, schaut das aus. Im Tunnel haben wir den Stein 43,4. Jetzt kommt der nächste Tunnel gleich. Mal schauen, ob ich da weitergehen kann. Das geht. Die Trasse führt da unten in diesen Gärten weiter. Kann man gar nichts mehr erkennen, wo genau. Wenn wir wieder was sehen, dann gehen wir wieder. Irgendwo muss der Bahnhof Kleinböchlern gewesen sein. Sogar das Schild noch drauf, das Bahnhofsgebäude wurde wahrscheinlich modernisiert. Hier waren die ganzen Gleise schotterlich noch da. Ja, hier etwa ist die Trasse entlang gegangen, so ungefähr. Und hier über den Bach gegangen. Brücke wurde erneuert. Die Auflieger gibt es noch von früher. Ah, sogar noch das Metall unter Konstruktion ist noch da von der Brücke. Da geht es dann weiter drin, da können wir weiter marschieren. Wurde noch erhalten, die Metall unter Konstruktion. Wieder eine kleine Brücke. Alles verwachsen. Kaum noch fast was sichtbar. Ich weiß nicht, ob ich da näher kommen kann überhaupt. Wir sind bei 44,6. Hier kann man nicht begehen, aber hier geht es weiter. Schauen wir mal. Entwässerung der Trasse. Rechts ein Schacht noch vorhanden, aber Trasse kann man fast. Ah, da vorne gibt es noch einen Schotter. Da geht es über die Straße. Und vorne ist wieder mal Endstation. Ah, rechts kann man, glaube ich, weiter marschieren. Das geht. Okay. Neben der Trasse weitergehen. Geradeaus, Garage. Betreten verboten. Im Garten. So, da haben wir wieder eine kleine Unterführung, Brücke. Sattelschlepper auf Trasse.
Stark verwachsen. Ja, hier gibt es einen Waggon aus Eisen mit Rädern und wenn Hochwasser ist, fährt er raus auf den Schienen und hält das Wasser ab. Ein kleiner Blick in die Donau, leichtes Hochwasser, hat viel geregnet die letzten Tage, ein Schlepper fährt donauaufwärts. Ja, das Wasser kommt schon ziemlich nahe zum Rand. Ja, da ist der Berg heruntergekommen. Ich bin extra hier rauf, um mir das anzuschauen. Aber man kann hier fast gar nicht gehen. So viele Hecken, Dornen. Ja, also, wenn hier die Bahn gefahren wäre, hätte es eventuell Unglück gegeben. Seht selbst. Ich schätze so Kilometer 44, 45. Ja, kommt zu glauben, dass hier 2010 noch Sonderfahrten gewesen sind. Ja. Und so schaut das nun aus. Ganz verwachsen. Gehen wir wach da unten. Ja, ich muss wieder runter. Kann ich nicht weitergehen. Voll interessant hier, Schienen, hat man eine kleine Mauer oder Befestigung gemacht mit Steinen, quergelegte Schienen bis zur Brücke. Ja. Hinter dem Gestrüpp die Donau. Thank you.
was hier alles gibt auf der Trasse. Obst. Sehr schön. Aber kein Kilometerstein. Ich glaube, wir haben einen Kilometerstein. Mal schauen, Leute. Ah, oder doch nicht. Anderes, kein Kilometerstein. Schade. Wir kommen nach Krummnussbaum. Hier gab es auch eine Haltestelle. Kilometer 47,2 mit neuem Schild, kein Kilometerstein. Kilometer 48 rot angeschrieben. Ja, das Schild, das Betreten der Bahnanlagen durch Nichtberechtigte ist verboten. Ich frage mich noch, welche Bahnanlagen. 48,2 Bahnhof Marbach an der Donau. Ja, es gibt noch das Schild Marbach Maria Tafel. Die Gleise sind noch hier und zwischen den Gleisen Obstbäume. Sehr schön. Hinteren Teil des ersten Tunnels in Marbach ist auch gesperrt. Der andere Teil war nach dem Bahnhof Marbach war nicht zugänglich. Das ist der hintere Teil des Schallmarbacher Tunnels, 156 Meter Länge, abgesperrt, kein Gleis mehr drinnen. Aus, Leute. Macht eine ziemliche Kurve der Donau anscheinend, so wie es ausschaut. Ja. So, der nächste Tunnel. Eingang. Man sieht sogar das Ende von dem Tunnel, der ist gerade. Mal gleich schauen, wie der heißt. Da kommt man näher, schöner heran. Nicht so verwachsen. Das wäre dann der Marbacher Tunnel mit 201 Meter Länge. Das Ende ist sichtbar. Marbacher Tunnel,
201 Meter Länge, auch zugesperrt mit Gitter. Vielleicht kann man da reinschauen, wieder. So schaut das aus, Leute. Ja, hier ist die Brücke mit der Straße unten, kann man dann später noch hin. Der Marbacher Tunnel heraus auf der anderen Seite. Ja, bin ich schon bei der Brücke. So schaut das momentan aus von unten. Gleis gibt es keines mehr. Machen wir die Unterkonstruktion. Ja, liebe Leute, ich verabschiede mich hier von euch. Bin gegangen von Kilometer 38, 5 Uhr fahr bis Kilometer 39 hier bei der Brücke in Marbach an der Donau, nach dem Donau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr bei der nächsten Etappe auch wieder dabei. Tschüss. Thank you.